Ganzjährig Sonne, Badespaß und buntes Strandleben. Rio ist ein Urlaubsparadies. Doch ist das Essen auch so traumhaft gut? Wie lecker ist das Food unter dem Zuckerhut? Das will unser Reporter für uns herausfinden. In Deutschland gibt es jede Menge Streetfood. Klar, kennt jeder. Hier in Rio de Janeiro aber gibt es am Strand Beachfood. Und das hier ist einer der berühmtesten Stände am Ipanema-Strand. Hello, hi. Schön, dich kennenzulernen. Ganz meinerseits. Du bist sicher zum Essen da. An meinem Stand gibt es Sandwiches mit Hühnchen, Rindfleisch und eine Bratwurst aus Uruguay. Marcelo empfiehlt Rinderbrust und Wurst gemischt. Wir servieren alles mit der Chimichurri-Soße. Chimichurri besteht aus gehackten Kräutern, Knoblauch, Salz, Öl und Essig. So, komm, dann machen wir mal Bestandsaufnahme. Was ist drauf? Boah, guck mal, schön Rindfleisch und darunter die Würste aus Uruguay. Umgerechnet kostet das Sandwich 3 Euro. Oh. Sehr gut. Super lecker. Das Fleisch ist mega saftig. Den Strandimbiss Baraka do Uruguay gibt es bereits seit 30 Jahren. Promis wie Mick Jagger und Michael Jackson waren schon hier, um die leckeren Sandwiches der Familie González zu probieren. Ebenso der weltberühmte TV-Koch Anthony Bourdain. Das ist Variante Nummer 2. Schön mit Hühnchenfleisch. Ja. Eine Sache muss man sagen. Es ist so mega saftig, es ist so saftig und fassbar. Und es ist lecker. Vielen Dank. Danke dir. Ipanema ist zum Anziehungspunkt für Hipster aus aller Welt geworden. Hier wird den ganzen Tag Party gefeiert. Der beliebteste Cocktail ist Caipirinha aus Cachaça, einer hochprozentigen Spirituose aus Zuckerrohrsaft, Limette, Zucker und Eis. Sehr gut. Mit Caipirinha hast du Karneval das ganze Jahr lang. Eine weitere brasilianische Tradition in Rio de Janeiro ist Mate-Tee. Oh, das ist aber gut. Perfekt für Sport. Super erfrischend. Beliebt sind auch gesalzene Cracker aus Stärkemehl. Hunderte mobile Foodverkäufer sind an sonnigen Tagen am Ipanema-Strand unterwegs. Wie wär's mit gekochten Maiskörnern in Knoblauchbutter? Oh, knackig, mit der Butter und dem Salz. Sehr gut. Marcelo González ist der heimliche King des Ipanema. Der 48-Jährige ist beinahe täglich hier. Ich arbeite mein Leben lang am Strand, wo es schöne Frauen gibt. Was will man mehr? Alle sind locker und gut drauf. Du kannst dich auch entscheiden, so zu leben, wenn du willst. Das hier ist höchste Lebensqualität. Bis spät in die Nacht ist am Copacabana und am Ipanema-Strand was los. Doch gefeiert wird in Rio auch in anderen Stadtteilen. Wie zum Beispiel im Vergnügungsviertel Lapa. Ein angesagtes Schnellrestaurant ist Beco Dorato. Hier spielen die angesagtesten Samba-Bands Rios. So stellt man sich doch eine Kneipe in Rio vor, oder? Genau so. Komm, wir essen was. Ich nehme die 104. Beco Dorato. Okay. Also, weil so heißt das Lokal hier, Unterschlupf der Ratte oder so, das esse ich. Echte Ratten sind natürlich weder im Lokal noch in der Küche zu finden. Das ist Rindfleisch von der Hüfte. Traditionell werden in Brasilien Fleisch und Würste in Scheiben geschnitten serviert. Ich brate das Fleisch mit Knoblauch und Zwiebeln an, dann salze ich es. Ganz einfach. Das Partyvolk in Rio will nicht lange sitzen und auf das Essen warten. Es muss schnell gehen. Für ein Gericht benötigt Köchin Maria höchstens 5 Minuten. Pommes, scharfe Chilischoten drauf, Oliven. Eine satte Mahlzeit für umgerechnet 7 Euro. Ist das für eine Person? Guten Appetit. Ich habe mir sagen lassen, das ist Fast Food auf Brasilianisch. Brasilien ist bekannt für ausgezeichnetes Rindfleisch. Wie ist der Rest? Würstchen, Rindfleisch, die Pommes sind ein bisschen lätschern, nichts Besonderes, aber hey, das Ambiente ist super. Da drüben wird Salsa getanzt, die Leute sind gut drauf, da schmeckt's gleich doppelt so gut. Das Viertel Lapa ist am Wochenende für den Straßenverkehr gesperrt. Was bieten die Imbissbuden an? Das wäre so mein persönlicher Tipp, wenn man mal in Rio ist, Açaí essen. Das ist eine Beere, ganz, ganz typisch für Brasilien und schmeckt super lecker.
Acai-Beeren sind dank ihrer gesunden Inhaltsstoffe ein Superfood. Das Tolle ist, wenn man in Brasilien Acai bestellt, kann man sagen, mit Granola, dann gibt es immer noch so ein bisschen Müsli obendrauf. Ich finde es super. Eiskalt serviert. Das ist so eine Mischung aus Himbeere und Johannisbeere. Sehr, sehr lecker. Gleich nebenan ist ein Stand mit Churrasco, was nichts anderes ist als Grillen über Feuer oder auf einer heißen Platte. So, das ist nämlich brasilianischer Käse und er ist auch ganz typisch für Rio. Der Käse ähnelt Mozzarella, ist aber fester in der Konsistenz und zerläuft nicht so leicht beim Erhitzen. Er wird mit oder ohne Oregano gegrillt. Der Käsespieß ist einer der beliebtesten Straßensnacks Brasiliens. Das ist super Grillkäse. Ich bin froh, dass ich das Gewürz hab drauf machen lassen. Schmeckt total gut. Vor allem nicht so käsig, das mag ich. Lecker. Alles frisch zubereitet. Hier findet jeder Gaumen seine Freude. Doch tausende Cariocas und Touristen zieht es jedes Wochenende. Nicht nur wegen des Streetfoods hierher. Berühmt ist Lapa für seine Samba-Clubs. Die besten Tanzschulen Rios haben hier ihre eigene Tanzhalle. Zu Samba-Rhythmen führen die Stars vor, was sie drauf haben. Genau so habe ich mir so einen Samba-Club vorgestellt. Am nächsten Morgen hat Johannes eine Verabredung zum Streetfood-Test auf dem São Cristóvão-Markt. Das ist eine der berühmtesten Markthallen von Rio de Janeiro. Hier gibt es viel traditionelles Essen und das alles kommt aus dem Nordosten von Brasilien. Hey Camilo. Hi Johannes. Nice to meet you. Nice to meet you. Can you tell me what is Wie heißt dieser Platz hier richtig? Der Originalname ist. Essen wir zusammen? Klar. Camilo ist Journalist und arbeitet für den größten Verlag Brasiliens. Sein Spezialgebiet sind Stories über Menschen, Originale und Typen in Rio. Der Markt bietet jede Menge Stoff für Geschichten, wie den Stand mit 500 verschiedenen Cachaças. Heute war gut. Das brennt. Das geht doch. It's fine. Wir sind hier anders als in Deutschland. Als ob alle Deutschen so versoffen wären, das stimmt nicht. Der Brasilien-Schnaps soll die Manneskraft stärken. Ein anderes Getränk hat Coca-Cola von Platz 1 verdrängt. Was ist daran so besonders? Es hat die Konkurrenz aus Nordamerika verdrängt. Ist sehr süß und schmeckt einfach gut. Ein weiterer Imbiss-Schmaus der Brasilianer ist Tapioca. Tapioca mit Käse ist sehr gut. Und wie schmeckt es mit Kokos? Mit Kokos ist es süß. Wenn du süß bevorzugst. Okay. Ja, ich nehme die Süße. Also ich nehme Tapioca mit Kokos. Tapioca ist die Stärke der Maniokwurzel, aus der Pfannkuchen gemacht werden. Tapioca ist in Südamerika weit verbreitet. Bereits die Ureinwohner Brasiliens kannten die sättigende Wirkung der Fladen. Obrigado. Oh, es heißt. It's very hot. Oh, it's very hot. Die beliebtesten Tapioca-Zutaten sind Käse, Banane oder Kokos. Das schmeckt wie Pfannkuchen, aber wenn man darauf rumkaut, wird die Masse im Mund. Es wird wie so ein Kaugummi. Es geht so richtig auf. Aber nicht schlecht. Das hier ist auch eine traditionelle Speise. Es heißt Peixe Moleque. Peixe Moleque. Oh, yeah. Oh, yeah. Oh. Das ist eine ganz schöne Schweinerei. Finde ich ja super. Karamellisierte Nüsse, krokant, schmeckt super. Aber der ganze Mund ist natürlich zusammengeklebt. Johannes probiert nur ein Stückchen, denn auf ihn wartet noch das Mittagessen im Restaurant Chiquita. Die Spezialität hier ist San Meat. Das Fleisch wird für 2 Tage in die Sonne gelegt. Was? Ja. Wirklich? Ja. Das rohe Fleisch, 2 Tage in der Sonne. Kaum zu glauben, bei tropisch heißen Temperaturen in Brasilien. Wir fragen beim Chefkoch nach. Das Fleisch wird frisch geliefert. Zuerst marinieren wir es über Nacht in einer Salzlake. Und dann reift es 2 Tage im Freien. Tagsüber liegt das Fleisch in der Sonne. Als Beilage serviert Chefkoch Luis Sousa Reis mit Bohnen und Käse, frittierte Maniokspalten und Pommes. Nur für dich, mein Freund. Oh, das ist eine ganze Menge. Das ist mucho más. Eine Sache ist in Brasilien mal klar. Egal, wo man ist, egal, was man bestellt, man wird immer satt. Man geht nie hungrig aus dem Restaurant. 1 Kilo Beilagen, dazu 1 Kilo Fleisch. Oh, das
sieht aber super aus. Käse, Rind und Würste. Okay, dann los. Die Sonne soll das Rindfleisch besonders zart machen. Also das Fleisch soll ja 2 Tage in der Sonne gelegen haben. Und schmeckt da jetzt kein Unterschied. Das ist einfach richtig gutes Rindfleisch. Auch die Beilagen sind köstlich. Das passt alles wunderbar zusammen. Der Reis mit den Bohnen. Sehr lecker. Wollen wir uns jetzt ausruhen oder gehen wir zum Flamengo-Spiel? In Maracana? In Maracana. Hast du Karten? Ja. Wirklich? Gehen wir. Klar. Sehr gut, Maracana, das Stadion von Rio. Let's go. Da sind wir Weltmeister geworden. Das legendäre Stadion, fast 90.000 Zuschauer. Was isst man vor dem Fußballspiel? In Deutschland ist es sicher ähnlich. Bier und Bratwurst, das gibt halt Fast Food. Wir haben Cochinha, das ist mit Huhn. Und das da? Ja, das ist mit Rind. Eine Cochinha bitte. Ja, das ist super, Camillo hat mir gerade erklärt, in Brasilien trinkt man Bier gerne kalt. Ist bei uns in Deutschland genauso, aber wenn du 8 Bier kaufst, kriegst du Gutscheine. Also, du holst ja 1 Bier, wenn das leer getrunken ist, löst du einfach den nächsten Gutschein ein. Bedeutet, das Bier ist immer maximal frisch. Eine Cochinha für dich. Hühnerfrikassee im Teigmantel. Du bist noch nicht beim Huhn. Da ist ein bisschen Hühnchen drin. Ich finde, es schmeckt nach gar nichts. Und deswegen liegt wahrscheinlich hier ganz viel Ketchup rum, damit es überhaupt nach was schmeckt. Naja, ich bleib bei meiner Bratwurst. Maracana ist ja auch nicht für sein Fastfood berühmt. In dem Stadion, ja, 2014, Deutschland gegen Argentinien, 113. Minute, sind wir hier Weltmeister geworden. Mach ihn, Götze, er macht ihn. Das war unser Stadion. Und zum ersten Mal hier richtig gut. Heute findet das Endspiel der Stadtmeisterschaft statt. Eine Spielregel gibt es bei uns nicht, die Auszeit. Es wird kurz unterbrochen, damit die Spieler Wasser trinken können, was bei den Temperaturen natürlich wirklich notwendig ist. Aus 12 Fußballteams Rios haben sich 2 fürs Finale qualifiziert. Camilos Club Flamengo spielt gegen das Team Boa Vista und gewinnt mit 2:1. Nach einem Sieg müssen wir uns stärken. Okay, wir haben gewonnen, da muss ich auch den Burger jetzt noch essen. Ja, okay, da ist natürlich nichts drauf, außer Fleisch, Brötchen und Käse. Der Preis stimmt zumindest, umgerechnet 2,50 Euro. So als Katerburger, nachts um 1.30 Uhr, da taugt er. Das Fastfood im größten Fußballstadion Brasiliens war okay, mehr leider nicht. Dafür herrscht super Stimmung. Maracana ist umgeben von Favelas. Die älteste heißt Providencia. Hier ist Johannes mit Cosme Philipsen verabredet. Bitte, Johannes. Ganz meinerseits. Können Sie mich ein bisschen rumführen? Das ist die älteste Favela in ganz Brasilien. Wir gehen zu einer berühmten Bar, wo wir etwas essen. Was wird denn hier traditionellerweise gegessen? Wir essen hier ganz bodenständig. Reis, Bohnen, Kartoffeln und auch Gemüse. Und wir essen gerne Barbecue. Wir grillen vor allem an Wochenenden. Oh, die Aussicht ist natürlich gigantisch hier. Altstadt und Hafen sind zum Greifen nah. Wir wollen ja zusammen essen. Was würdest du mir empfehlen? Hühnchen. Zum Hühnchen serviert die Köchin Gabriela wohl alles, was gerade da ist. Bohnen, Reis, Pommes und gegrillte Hühnerbrust. Das ist also Tradition. Alles gemischt. Das Imbissessen ist bodenständig und sättigend. Super einfaches Essen. Bisschen Bohnenpaste hier, bisschen Reis, Pommes. Schmeckt aber gut. Ja, super. Nach dem Essen zeigt Cosmo das wahre Leben in einer Favela. 30% der Bewohner Rios leben in einer Favela. Die meisten Favelas liegen auf einem Hügel mit einer tollen Sicht auf Rio. Malerische Gassen, viele bunte Graffitis an den Wänden.
Auf Johannes wirkt die Führung wie ein Besuch in einem Museum. Doch Vorsicht, Touristen aus Europa sollten hier nicht ohne Begleitung schlendern. Das ist schon ein seltsames Gefühl, um ehrlich zu sein. Eigentlich ist es hier ein wunderschöner Ort. Überall an der Wand sind kleine Kunstwerke, die Sonne scheint. Es hat wirklich was Idyllisches, aber wir wären alleine niemals hier, weil es einfach zu gefährlich ist. Favela Providencia wird, wie die meisten Favelas Rios, von Drogenbaronen regiert. Die Kriminellen liefern sich einen tödlichen Kampf mit der Polizei. Die Zahl der Toten geht in die Tausende pro Jahr. Ein Viertel davon durch Polizeigewalt. Cosme ist Tourguide und wird von allen Seiten respektiert. In seiner Nähe fühlen wir uns sicher. Zum Abschied gibt es einen Song über die Favelas. Não me esqueço um minuto, porque sei que tu és. Nur wenige hundert Meter entfernt liegt die Favela Morro da Babilonia. Viele Touristen zieht es hierher wegen einer Bar. Der Laden hier ist wirklich einer der angesagtesten Läden in ganz Rio und er ist mitten in einer Favela. Hier soll es richtig gutes Essen geben und schon mehrfach ausgezeichnet worden. Also hier vorne an der Wand, da hängen die ganzen Preise. Johannes bestellt drei Gerichte, die bei den kulinarischen Meisterschaften von Rio die ersten Preise abgesahnt haben. Boah, das sieht super aus. Guck mal, so eine richtig schöne hier Seafood-Platte. Also ich war mir jetzt nicht so sicher, dachte, naja, da hängen irgendwie viele Preise an der Wand, aber wir sind eben mitten in der Favela. Das hätte ich nicht erwartet. Meeresfrüchte, scharf gewürzt. Dazu Fischbällchen. Das ist auch richtig schön angerichtet. Das ist schon so ein bisschen schickimicki, oder? Und wie ist der Geschmack? Das ist Tittenfisch, Muscheln, Garnelen. Da sind diese Bohnen. Ja, so ein Seafood-Salat. Ja, Meeresfrüchte-Salat. Und sehr frisch. Das sieht nicht nur super aus, das schmeckt auch super. Außen Tapioca, innen Fisch. Oh ja, weiter geht's. Gebackene Mozzarella-Sticks mit hauchdünnen Kartoffelchips. Ich bin wirklich baff. Ganz ehrlich, das hier, das, was hier auf dem Tisch steht, ist das beste Essen, was ich bisher in Brasilien gegessen habe. Alle Gerichte in Bar do David kosten zwischen 3 und 5 Euro. Die Favela-Bar ist ein heißer Tipp. Rio steckt voller Überraschungen. Das Streetfood am Zuckerhut gehört auf jeden Fall dazu.